Platzhirsche und Röhrenjeans, alles für die Girls. Im Wispertal röhren die Motorradfahrer in ihren Röhrenjeans und legen sich als Platzhirsche ambitioniert knatternd in die Kurven der Straße, alles für die Girls. Ich dagegen schwitze auf dem Hochsitz. Klima und Klimakterium geben sich ein Stelldichein. Kein Stelldichein geben sich jedoch die wirklichen Platzhirsche, weil es viel zu warm ist für diese Jahreszeit und das Röhren der Motorradfahrer um die Ecke zu laut. Wir erwarten geduldig ihre Schreie. In der Stadt nimmt man am meisten wahr, was in der Zeitung oder in den Zeitschriften steht oder eben seit ein paar Jahren auf dem Display des Smartphones erscheint. Dafür kommt es hier im Rheingau nun zum Super-GAU. 3 lange Stunden warten wir ungewiss auf die Brunft und die Handys bleiben ausgeschaltet. Wir könnten nicht mal geortet werden. Das letzte Abenteuer unserer digitalen Zeit ist über uns hereingebrochen. Auch um die Tiere potenziell nicht zu stören, flüstern wir. Wir wispern im Wispertal. Die grünen Töne ringsum entspannen unsere Augen und unsere Seelen. Entgiftung auf der ganzen Linie. Ich habe keine Kinder, sagt der Förster schließlich. Ich habe mir vorgenommen, bis an mein Lebensende im Wald zu arbeiten. Ich habe auch keine Kinder, denke ich bei mir. Ich muss bis an mein Lebensende Gedichte schreiben. Der Text heißt, oder je nachdem, was Sie für einen Klingelton für Ihre SMS eingestellt haben. Du wartest auf 2 Töne, einen Klang, einen Sing-Sang, aber ob dir das gelingt, langsam wirst du nervöser, wirst unbedingt dankbar sein, wirst du sie dann hören. Du wartest auf 2 Töne, dein Daumen rührt sich flink, fang damit an, durch das Internet zu wischen, was die Wartezeit gelindert hätte ein bisschen, aber siehst wieder nur jene Krisenherde, die zu kriegen werden, dazwischen Kinowerbung als Blickfang. Und schon blinkt es auf, ein weiteres Bild darauf zu einem Link geschickt und schon wird gewischt nach unten zu den Kommentaren, wo über offene Fragen jeder seine Meinung anscheinend einfach alleine offenbarte. Du tauchst ein in das Yin und Yang der Möglichkeiten, wo sich Stimmen sammeln ohne Höflichkeiten. Wirst du gerade von etwas überzeugt oder wirst Zeuge von extra üblem Zeug? Verschwörungen, Betörungen, Erklärungen, Erzählungen, Vermehrungen von leeren Ideen, die in die Irre sich drehen und dich verwirren und irgendwann musst du dringend einfach raus. Genau. Geh mal in den Wald und sammle Pilze. Geh dann auf die Straße und red mit Ilse. Auch wenn sie erstmal fragt, hey, was willst du? Erklär ihr deine Gedanken seien verfilzte, denn seit gestern wartest du auf 2 Töne von einer SMS, die dich mit Kess und festem Interesse restlos an das Fenster fesselt vom Telefon, die dich indes ein Kessel, dieser Stress ein Test für dein gestriges Lebewohl. Und beim Nachhauselaufen dachtest du die ganze Zeit, ey, du Vollidiot. So Vollidiot. Man trifft doch keine Volltrefferfrau, die einem noch dazu vollends vertraut und die Nummer aufschreibt und sagt dann beim Abschied, lebe wohl. Aber Julia, du bist auch sehr viel an anderen Orten unterwegs gewesen. Vielleicht erstmal die Frage an dich, Julia. Ja, welcher Form spiegelt sich Frankfurt in deinen Texten wieder? Gibt es da einen Bezug? Also ich glaube, ich habe inzwischen begriffen, dass ich Frankfurt als absolute Basis brauche, um arbeiten zu können, weil ich
Frankfurt als Stadt super finde, als Mikrokosmos, den man beobachten kann. Dalibor, du hast ja eine, auch eine spezielle Beziehung, glaube ich, zu Frankfurt, bist aber auch sehr oft weg. Und wie hat sich das so verändert für dich in den letzten Jahren, dadurch, dass du so viel weg bist? Also, also erstmal ist Frankfurt schon, also Frankfurt ist meine Heimat. Ja, das ist aber auch wirklich der einzige Ort, der diesen Stempel, dem ich diesen Stempel überhaupt geben könnte. Ja, gerade so als kleiner Junge, da ist man, wächst man in so einem Land auf, wo alle anderen eine andere Sprache sprechen als die eigenen Eltern. Dann ist das Land sogar noch geteilt, in dem man da groß wird. Dann verschwindet das Land, aus dem die Eltern hierher gekommen sind. Du hast noch nicht erwähnt, woher deine Eltern kommen. Aus Ex-Jugoslawien, also das, dann ist das Land auch weg und dann bleibt ja nicht so viel. Ne? Und dann war es halt Frankfurt sehr lange und oder bis heute, aber das war immer so ein Zentrum, das war immer so, okay, da bin ich, also das ist irgendwie, da gehöre ich hin.